So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, 0.03 Uhr, Aufnahmezeitpunkt, wir gehen sofort rein zu den Supporter des Tages, ich muss nämlich ins Bett. Das wäre zum einen der Barosch, der Razer, der Johnny, der Surreal, der Kuss dreimal, vielen lieben Dank, der Anonymous, der Bangbart, der Sicario, der Schmiddy. Ich will auch mal gewinnen, dreh doch mal für mich. Schmiddy, vielen lieben Dank. Der Physics Shadow und noch zweimal der Physics Shadow und nochmal, weil es so schön war, vor 30 Minuten nochmal. Vielen lieben Dank für den Support. Kuss geht raus an die Supporter des Tages. Ich will nochmal daran erinnern, wir haben theoretisch auch für die Leute, die meinen Content wirklich unterstützen wollen, auch Kanalmitgliedschaften oder euren Twitch Prime Sub. Könnt ihr gerne auch auf Twitch dalassen, würde mich sehr supporten. Ja, ansonsten auch einfach ein kostenloses Abo auf YouTube würde mir sehr, sehr viel helfen, weil wir wollen dieses Jahr noch die 3000 Subs knacken. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und so, dann geht's jetzt rein. Heute habe ich mir mal überlegt, wir schauen uns heute mal den Inquisitor an. Erstens, weil ich selbst, glaube vorgestern ein Game damit gemacht habe, was mir nicht so gefallen hat. Ich habe Kommentare bekommen, womit man den Inquisitor spielen kann. Darauf gehen wir kurz ein und wir beantworten die Frage, ob der Inquisitor tot ist. Ganz einfach. Haben die den Inquisitor tot gepatcht? Ist er noch spielbar oder nicht? Wir werden es gleich herausfinden. Ansonsten Event machen wir dann morgen ready. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich hätte jetzt nochmal ins Event reingehen können, 3 Tage in Folge. Aber ich denke, das ist ein bisschen langweilig. Deswegen schauen wir uns hier heute im PvP-Modus mal den Inqui an. Also erstmal, wir spielen den Light Inqui links, links, rechts. Einmal hier das Licht Inqui halt, das Reinigungstalent, was nur noch eine 50% Chance hat. Und Einheit und Hammer des Glaubens. Dazu haben wir einen Scharfschütz mit eingepackt. Als Deckempfehlung kann man hier natürlich auch einen Fallensteller reinnehmen. Wir nehmen mal die Trixie wieder mit. Lange nicht gesehen. Ich habe noch eine Ritterstatue dabei mit Rechtspakt des Veteranen Barriere, weil wir halt keine Bubbles haben, damit die Ritterstatuen geschützt sind. Und die Stellung halten alle Nachbarn. Selbe Einheit gibt es nochmal Angriffsgeschwindigkeit und Crit. Schaden, Bonus. Dann haben wir einen Schreddermeister dabei und eine Max-Level Dryad mit rechts, rechts, links. Und ja, wie gesagt, ihr könnt das Spiel mit einem Scharfschützen, was eigentlich sehr, sehr stark ist. Den Tag hat es ein bisschen versagt, muss ich sagen. Ansonsten Fallensteller kann man da drin spielen. Und wenn ihr gar keine Ahnung habt, was ihr spielen sollt, ich sag's euch, wie es ist. Die Funktion ist an mir total vorbeigegangen, an diese Schwertfunktion hier, wo man die besten Gameplays sehen soll, in Anführungszeichen. Da waren bei mir auch schon ganz schwache mit drin, deswegen weiß ich nicht so, ob es wirklich immer die besten sind. Könnt ihr euch hier Inspirationen holen. Ihr seht, ja, 1,6b, 2,3b schafft der Inqui. Hier hat er direkt aufgegeben oder früh verloren. 600, 3,4 Millionen. Also nicht allzu krasse Games, muss man tatsächlich sagen. Ja, müssen wir mal schauen. Deswegen steile These, ob der Inqui tot ist. Wir werden es einfach mal jetzt live herausfinden. Hoffentlich jetzt nicht zu... ja, zu schwierigen Gegner, irgendwie Schaman oder so, müsste jetzt nicht sein. Ich würde mal gerne alles in Ruhe aufbauen, um zu gucken. Ja, perfektes Beispiel gegen, ja, fast noch mit die beste Einheit momentan im Spiel. Wir haben wieder mal eine Statistik bekommen, die aussagt, dass, ja, der Mönch die höchste Siegquote hat. Wir werden es mal sehen. Der Inqui ist da ganz, ganz weit abgeschlagen, tatsächlich auch, also im Vergleich zum Mönch. Deswegen rechne ich uns keine hohen Siegchancen aus, außer der Gegner quittet direkt. Okay, so, da haben wir den ersten Inqui hier im Feld. Natürlich wäre besser, wenn wir hier 2 Inquis hätten. Wir müssen halt jetzt mal ein bisschen drauf achten. Da war ja hier das mit Stellung halten spielen. Das war halt, ja, am besten wäre es, wenn wir hier direkt um eine Ritterstatue alle 4 rumbauen würden. Das wäre eigentlich am idealsten, tatsächlich mit dem Talent. Aber ja, der Gegner scheint halt echt AFK gegangen zu sein, ne? So. Also irgendwie nicht tot, irgendwie abschreckend. Da haut der Mönchspieler direkt rein. Ja, wahrscheinlich Verbindungsprobleme oder Privatleben dazwischen gefunkt. Ich sage ja immer gegen starke Gegner. Wir zocken trotzdem. Seine Mom ruft ihn gleich zum, was weiß ich, Müll rausbringen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, und diesmal scheint es so gewesen zu sein. Gut, der hatte nicht so viel Crit. Aber mit dem Mönchen, schätze ich mal, hätten wir schon Probleme bekommen, wenn er das vernünftig zu Ende gespielt hätte. Aber einen geschenkten Sieg, sage ich euch so wie es ist, nehmen wir trotzdem mit. 29 Trophäen, die nehmen wir auch mit. Und dann rein ins nächste Game gegen hoffentlich einen Spieler, der spielt. Ist es derselbe nochmal? Nee, Rick Forever. Jetzt habe ich den Crit nicht gesehen.
Ausrüstung ist okay. Taschenfluch mit der, am Start. Hier wäre gut. Ritterstatue. Was ist mit meiner Maus? Die zieht selber zur Seite. Mittig die Ritterstatue und dann hier die Inquis ringsrum. Das wäre cool. Dann hätten wir zumindest zwei Bonusfelder ausgenutzt. Ganz viele Dryades. So, da ist die erste. Die können wir dann auch benutzen. Ich würde tatsächlich mal die Dryades machen. Goldfee, perfekt. Damit wir die beiden hier wegkriegen, weil da brauchen wir ja andere Einheiten. Okay. Komm, gönn mal. Eine Dryade lohnt sich eigentlich nicht. Ja, da sind zwei. Wie gerufen. Wie viele Dryades willst du haben? Ja, alle. Wir nehmen alle. So, perfekt. Zack, machen wir den auf zwei, den Kollegen. Na, war vielleicht gar nicht so schlau, jetzt weitere Einheiten zu spawnen, bevor wir ein bisschen Mana gespart haben. Der Statue da oben. Ist okay. Könnte man mal merchen und einen Inqui rausziehen, das wäre cool. Ansonsten gerne hier noch eine Ritterstatue hin. Scharfschütze, ja. Nehmen wir. Komm, jetzt kommt doch ein Inqui, oder? Da ist er, ja, ja. Die nächste Beschwörung war der Inqui. Nicht ganz so, wie wir es wollten. So, wir gucken mal. Dann machen wir den mal weg. Der steht da schon richtig. Für die Aufstellung, die wir am liebsten haben wollen. Zack. Gut, den können wir nicht wegnehmen. Den müssen wir wegnehmen, dass wir hier hin und her tauschen können. Ja, das ist schon nicht schlecht. Zwar auch nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Ja, wir machen die Dryade gleich nochmal. Dann können wir den wegziehen. Wir können hier hin und her mit dem Schreddermeister, bis wir da die Einheiten zu stehen haben, wie wir sie wollen. 200 Mana brauchen wir vorher noch. Fürs Dryade Power-Up. Die Goldfee benutzen wir dann auch später noch. Da wir einen Schreddermeister mit haben, sind wir jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, dass wir jetzt hier eine Einheit damit auf T7 pushen müssen. Wäre natürlich umso besser. Ja gut, hier hin und her tauschen wollten wir, genau, nicht vergessen. Dryade, Dryade, machen wir hier rauf. Schön Platz schaffen. Noch eine Dryade, machen wir auf den Schreddermeister. Noch ein Schreddermeister, den wir auch nicht brauchen. Noch einer. Das wollen sie uns ärgern. Hauptsache die Einheiten, die wir auf Dauer noch weg haben wollen, gehen nicht hoch. Ich glaube, wir sollen den einfach mal merchen. Schade. Ja, ist okay. Zack. So, jetzt muss aber noch was kommen da auf die Felder. Ritterstatue kam auch nicht lange. Die wird jetzt wahrscheinlich gleich hier dahin kommen, wo sie nicht hin soll. Erstmal kommt der Scharfschütze. Das ist der zweite, der dritte gute Inqui, sage ich mal. Ja, können wir machen. Den nehmen wir mit. Weg. Jetzt gehören nochmal die Ritterstatue hier rein. Nee, nicht den Inqui, die Ritterstatue bitte. Ah, noch geht es. Ein Boss ist noch okay. Aber wir sollten mal zusehen, dass wir hier jetzt mal vorankommen. Ich mach den mal hier weg, nachdem die Bosswelle durch ist. Genau. Ah, okay. Bitterer Hit tatsächlich. Wir haben keine Bubble dabei. Was auch bitter ist. Ich glaube, das erste Mal gefühlt seit Monaten, dass ich ohne Bubble spiele. So, nun gönnen wir jetzt hier. Nein, dahin. Ah, wenn noch einer hinterherkommt, nach oben, dann bin ich zufrieden. Okay. Hab nichts gesagt. Noch mehr Dryades. So, jetzt brauchen wir die letzte Ritterstatue, die letzte Inqui da unten noch rein. Das wäre schmackhaft. Ja, die brauchen wir auch, die Ritterstatue, das ist richtig. Mana Power-Ups brauchen wir auch. Wir brauchen alles, ihr merkt's, ne? Wir könnten den auf T6 machen hier vorne. Aber würde ich natürlich lieber im Bonusfeld benutzen, ne? Die Goldfee. Ah, okay, geht auf T4 hoch.
noch alles drin, dass wir das auf die hier benutzen können zum Beispiel. Wir machen die Ritterstatue hoch. Jawohl, da ist halt der letzte irgendwie. So, jetzt bräuchten wir mal eine 1er Dryad nochmal. Ich wusste es, dass der jetzt darauf fliegt. Ja, theoretisch könnten wir jetzt auf T7 machen damit, ne? Wir gucken erstmal, ob wir zeitnah... Okay, okay. Okay, wir kriegen T1. Zack, zack, 3. Jetzt haben wir keinen Schreddermeister mehr, auch bitter, ne? 5, 6, 7. Ja gut, wir machen die noch auf 7, bevor hier noch irgendwas passiert damit. Bevor wir die gar nicht mehr gebrauchen können. Wir klicken erstmal die Mana-Power-Ups durch, sparen dann Mana an, weil wir brauchen auf jeden Fall einen Schreddermeister auf 1. Ja, die lodernden Flammen, die hauen uns jetzt auch schön die Fusionsränge runter, ne? Da sind wir sonst davor geschützt durch die Bubbles. Aber, ich hoffe, ich habe das Item drin, weil ich noch kein lila Feld bekommen. Ich glaube, ich habe es nicht drin, ne? Bestimmt nicht reingepackt, weil Held gewechselt. Manchmal könnte ich mich schlagen. So. Macht alles nichts. Wir müssen hier die Fusionsränge sichern. Jetzt gehen wir hier fleißig ans Leveln und Schreddern auf jeden Fall. Den lassen wir schon mal stehen. Den ersten Scharfschützen, der kann gerne mit hoch auf T7 am liebsten. Ja, ja, der mit seinem Taschenfluch, der nervt schon gut. Ja, schön. Machen wir den hier unten auf T3 im Bonusfeld. Zack. Ja, dadurch gehen auch schön die Level hier immer mit hoch. Ja, wir lassen mal ein paar Einheiten stehen. Vielleicht trifft der Taschenfluch diese Einheiten denn. Nach der Boss Rave können wir dann wieder schreddern. Ja, der muss natürlich sofort weg. Den lassen wir stehen. Ja, perfekt mit dem vergessenen Item. Hoffentlich bricht uns das nachher nicht das Genick. Naja, mal schauen. Ja, zum Glück, sage ich mal, nur ein 13er Monk oder ein 14er. Mal gucken, ob wir es packen können. Ob der Light irgendwie noch was nutzt. Oder vielleicht auch nicht mehr. Ich sag mal, wir haben den Stun dabei, ne? Das kann uns nachher schon gut helfen. Dafür bräuchten wir aber, jawohl, der ist geschützt. Dafür bräuchten wir auf jeden Fall, ja, noch ein paar hohe Scharfschützen am Ende. Zack. Ah, da wundert euch wahrscheinlich, warum ich die denn wegschredder. Die Fusionsränge der Inquis hier ist auch noch nicht so Bombe. Muss immer ein bisschen abwägen, ne? So, hier ist gefährlich, wenn der denn, der steckt dann halt die Inquis an. Wir müssen halt auch ein bisschen auf dem Virus achten. Na gut, jetzt geht er mit hoch, dann lassen wir es so. Virus ist halt ein bisschen bitter. Wir haben auch nur noch eine 50% Chance, dass der sich reinigt. Aber gut, 2-3er schon mal. Ist ja schon mal nicht so verkehrt. Ja, starte auch erst auf T3. Die könnte auch ruhig ein bisschen höher sein. Zweier-Bosse. Ich sag euch so, wie es ist. Den Tag habe ich schon ein, zwei Wellen weiter gestruggelt dann mit dem Inqui. Das sah aus, als ob es neu anfängt, aber der Effekt ist trotzdem weitergelaufen. Wird auch ein kleiner Bug, ne? Ja, unser Ziel muss wirklich sein, die Scharfschützen hochzukriegen. T5, T6 wäre schon schmackhaft. Ah, Dryad, vielleicht kriegen wir noch eine. Oder nicht. Ja, müssen wir fast machen hier auf 3. Natürlich, natürlich. Oder, wirklich. Fast. Ich würde sie fast gerne ziehen, ne? Also die müssen wir auf jeden Fall hier benutzen. Auch ein Zweier, genau. Zack, zerab. 10 Mio, also er frisst die natürlich weg. Ja, das ist unsere Chance nachher höchstens durch den Stun, ne? Den Schaden werden wir auf jeden Fall nicht schlagen können.
Wir müssen eigentlich voll auf die Scharfschützen gehen. Wir müssen auch eigentlich den Merch machen und da einen Scharfschütze rausziehen. Wir machen das gleich. Wartet ab. Trau mich. Trau mich, glaubt mir. Bam. Natürlich. Natürlich. Natürlich versau ich es mir selbst. Scharfschütze auf 4. Gut, steht noch an der Statue theoretisch. Wir haben die Stacks jetzt versaut uns. 9 Stacks oder so. Gut, der ist weg. Haben wir sogar T3 gegen T4 theoretisch getauscht, könnte man sagen. Ja, der zieht uns schon, ne? Ja, gefühlt ist unsere Frage beantwortet, oder? Zweier Boss Race und wir haben schon absolute Probleme. Wir sind tot. Wir sind erledigt. Was haben die mit den Light irgendwie gemacht? Der gute, gute Light irgendwie. Ich sag mal, mit einem Mönch hat er so wahrscheinlich auch nicht mithalten können, aber dass man gerade mal so in die Dreier-Boss-Raves reinkommt, ist schon traurig am Ende des Tages, meiner Meinung nach. Hier nochmal eine Goldfee, ja. Können wir was auf 2 hauen. Kannst du uns mal noch einen Scharfschützen geben, vielleicht irgendwie sowas noch. Ach, da geht gar nichts. Wir kriegen den ja nicht mal down, dass wir ihn stunnen könnten. Entweder ich mache was falsch oder der irgendwie ist einfach down. Irgendwie Kuss-Modus gefühlt nicht mehr. Schnell raus aus dem Game. Tja, irgendwie, was machen wir mit dir? Schreddern. Kristalle draus machen, wegschmeißen. Nein. Also, es sieht schon tatsächlich danach aus. Ihr seht es ja auch hier in der Liste mit den besten Gameplays. Klar, wir sehen hier 3B. Der hat wahrscheinlich ein bisschen besser gespielt wie ich dann, sag ich mal. Der hat auch einen Max-Statue noch mit am Start. Aber sehr viel mehr ist hier schon fast gar nicht zu sehen, ne? Und das sind die besten Kämpfer angeblich. Kein 10B oder so sehe ich hier nicht. Sehe ich nicht im Moment mit dem Inqui. Ich hoffe und ja, kann auch nur sagen, dass der wahrscheinlich so sein wird, wenn denen ihre Statistik das auch deutlich zeigt, dass der zu schwach ist, dass da zeitnah vielleicht ein Buff kommt. Wäre auf jeden Fall cool. Ansonsten, was vielleicht noch gehen könnte, ist der Ritter der Finsternis. Habe ich noch nicht ausprobiert. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob der wenigstens noch brauchbar ist. Ritterin des Lichts ist es meiner Meinung nach auf meiner Elo nicht momentan. Und man muss ja sagen, ich bin ja noch ziemlich niedrig in den Trophäen für den jetzigen Zeitpunkt. Da könnte man schon deutlich höher sein und da sehe ich tatsächlich den irgendwie momentan nicht. Da werden wir auf jeden Fall auf den Mönch weiter zurückgreifen, der immer noch sehr, sehr solide Schaden rausballert. Ich verliere auch das ein oder andere Spiel nach wie vor gegen, keine Ahnung, Meteor, Frost-Sachen, so Mino-Sachen. Aber ansonsten ist der halt noch sehr, sehr solide. Und ja, der Light irgendwie macht ihn auf jeden Fall nichts vor, würde ich sagen, im Moment. Ansonsten bedanke ich mich trotzdem für eure Aufmerksamkeit, auch wenn wir heute mal hier auf den Sack bekommen haben. Gut, das erste Game hat er uns geschenkt. Aber naja, so ist es. Light Inqui ist tot. Oder nicht? Habe ich was falsch gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder zu einem weiteren Video. Und ja, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.